Ja, hallo, 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 der Emiro hier. Ich weiß, die letzten, ich glaube, 2 Tage, 2 Tage, ja, 2 Tage kann sein, gab es jetzt keine Videos von mir. Also nicht direkt von mir. Und auch nicht wirklich das, was eigentlich so hätte anstehen sollen. Also Breath of Fire. Ja, das Ganze hat jetzt mehrere Gründe und genau deswegen mache ich das Video hier, um einmal zu erklären, was denn jetzt los ist. Also, wir hätten gleich mehrere, ich nenne es mal Probleme. Teilweise sind es Probleme, teilweise nicht, die mich davon abhalten, irgendwie auch nur ein einziges Video zu zaubern. Wir hätten Problem 1. Die Schule. Jetzt könnten einige sagen, hö, Klasse 11 ist doch nicht so groß und so wichtig, aber ich bin da verdammt ehrgeizig und will selbst in dem Jahr irgendwie irgendwas reißen, weswegen ich selbst für Jahr 11, was doch eigentlich kein Arsch braucht, ja, ziemlich viel mache, eigentlich mehr als nötig, bedeutend mehr als nötig, und trotzdem mache ich's, ich habe keine Ahnung warum. Ja, das ist das eine Problem, und dann gibt's da ein zweites Problem, das nennt sich ganz simpel mal Leben. Ja, Leute, das ist jetzt nicht irgendwie offensiv gemeint oder so, aber ich habe ein Leben und das ist im Moment in seiner Hochblüte, könnte ich mal so sagen. Ja, wirklich. Es nimmt einfach unheimlich viel Zeit im Moment ein. Ja, ich glaube, muss ich das näher erläutern? Muss ich. Wie mache ich das schnell? Andere Leute nehmen Zeit in Anspruch. Und diese Zeit ist so groß. Ich habe vielleicht eine freie Stunde am Tag. Wenn überhaupt, eine freie Stunde. Und dieser Stunde finde ich dann nicht wirklich die Zeit und Lust, Videos zu machen, weswegen das Ganze ziemlich schleift. Wenn ich Videos mache in nächster Zeit, das ist mir jetzt aufgefallen, dann wird das ziemlich spontan aussehen. Ungefähr so wie auf Hypers Kanal. Jawohl, ich mach mal ganz kurz Werbung. Aktuelle Videos habe ich drei, also wo ich zumindest teilnehme, bei Hyper. Der Gute hat Yu-Gi-Oh! Genau, Yu-Gi-Oh! Mit mir gespielt. Oder ich mit ihm. Oder wie auch immer. Dazu werde ich auf jeden Fall nochmal einen Link geben, falls ihr da jetzt was sehen wollt. Vielleicht tröstet euch das so ein bisschen über die 2 Tage, wo nichts kam. Und ja, es wird wahrscheinlich jetzt über längere Zeit so weitergehen. Das heißt, erwartet bitte keine täglichen Updates. Ich werde schauen, dass ich's irgendwie noch hinkriege, aber ich kann halt nichts versprechen. Wenn ich update, erwartet nicht, dass es jetzt direkt mit Breath of Fire weitergeht oder so. Es kann halt auch passieren, dass nochmal so ein paar Battles kommen oder sowas. Aus dem simplen Grund, die sind nicht so zeitaufwendig. Die kann ich schnell mal nebenher machen. Ich habe Nico, dem ich notfalls in irgendeinem Spiel den Arsch versohlen kann, und das ist nicht ganz so zeitaufwendig. Das ist was, das kann ich problemlos nebenher machen. Und das ist was, das könnt ihr in nächster Zeit eher erwarten, als dass ich mich da eine Stunde hinsetze für Breath of Fire, dann über 3 Stunden die Videos verarbeite und dann insgesamt 4 Stunden. Ich habe keine 4 Stunden mehr. Das ist ja mein Problem. Ich hab nicht viel. Es ist gerade schon extrem knapp, allein dieses Video hier zu machen. Und dieses Video geht jetzt gerade mal 4,5 Minuten. Ich denke, ihr seht ungefähr, was ich sagen will. Also auf jeden Fall, ich entschuldige mich dafür, dass das Ganze so läuft, aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich habe ein Leben. Ich habe, ja,
Vielleicht, wenn ihr Hypers-Videos guckt, ich denke, man hört raus, warum denn da so jetzt das Ganze oder auch wie ich versuche, hier um den heißen Brei zu reden, aber ja. Das Leben geht vor, Leute. Und deswegen werde ich die Videos zurückschrauben. Ich werde zwar nicht auf Null gehen, oder, Moment, doppelte Verneinung ist ja, ich werde nicht auf Null gehen. Nur einen nicht. Aber es wird weniger. Und wahrscheinlich nicht mal täglich, aber wieso sage ich jetzt eigentlich alles zweimal? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall. Ich bin Emiro. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid und könnt mir das Ganze irgendwie verzeihen? Bitte? Wir sehen, Hans.